Do you know what connects Anastasia from Russia with Lance from the US? Roman from Poland with Paula from Germany? Or Aude from France with Fritz Egger and Michael Egger from Austria? Correct. The passion for the unique resource of wood. It connects our Tyrolean beginnings with the international present. Our passion connects the values and visions of a family company with responsible action. Mein Opa hat auch bei Mika gearbeitet, mein Papa arbeitet auch bei Mika. Der Grund, dass ich bei Mika bleiben werde, ist einfach das, dass ich das Familiäre einfach so spüre. Man muss dich nicht verstehen. Es ist einfach so, du kommst da die Firma rein und kannst einfach so sein, wie du bist. Das ist einfach neu. Our passion connects respect in all our actions with confidence in our entrepreneurial abilities and strengths. Bei Egger ist es sicher so, dass die Leute bleiben, weil sie sich aufgehoben fühlen. Die Chancen bei Egger, glaube ich, sind enorm. Vom Lehrling zur Führungskraft ist alles drin. Und die eigenen Mitarbeiter, wenn sie gut ausgebildet sind, sind einfach das Kapital der Firma. Our passion connects collaboration with the development of innovative solutions. It's the passion for this unique material that drives us each and every day. Auf Egger kann man sich verlassen. Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen. Und das Wichtigste ist bei uns, wir haben Mitarbeiter, die nicht mitarbeiten, sondern die mit Herz, Hirn und Hausverstand dabei sind. Je größer der Betrieb wird und Wachstum steht nach wie vor auf unserer Agenda, umso wichtiger wird, dass man auch Fehler zulässt, aus Fehlern lernen, sie dann zu korrigieren. Das ist einer der entscheidenden Erfolgspunkte, begleitet durch eine unheimliche Menge an Glück. Wir sind beide keine Ja-Sager. Wir wollen das gerade, ehrliche Wort. Am Ende eines Vertrages wird bei uns ein Handschlag gemacht. Und wir sind bekannt, dass egal ob Verkauf oder Einkauf oder bei Mitarbeitern, der Handschlag gilt. Wenn es uns gelingt, diese Werte auch in die nächsten Generationen zu bringen, dann glaube ich, ist ein Wachstum unseres Unternehmens so gut wie gegeben. But let's start at the very beginning in 1961 with the simple but visionary idea of Fritz Egger Sr., which is still a great motivation for us today. Wood is far too valuable to simply throw away, Fritz Egger thought, and turned the existing sawmill in St. Johann into a chipboard plant. Fritz Egger war ein Mann, auf den man sich verlassen konnte, der einen Weitblick hatte, der dynamisch war und von seiner Idee überzeugt war. Ich habe als junger Techniker die erste Spannplattenanlage hier in St. Johann installiert, 1961. Es gab ja damals nur ganz wenig Know-how, das haben wir uns größtenteils dann selbst erarbeitet. Wir waren in der Zeit wirklich fleißig, Tag und Nacht, muss man schon sagen. Wenn ich allein dran denke, wir hatten damals 28 Mitarbeiter und heute sind es über 10.000 Mitarbeiter weltweit. Der Großvater war nicht nur Tiroler, er war ein Ur-Tiroler, bodenständig. Er hat seine Vision klar im Kopf gehabt und die hat er zielstrebig verfolgt und der ist er nachgekommen. Mein Vater und mein Onkel gemeinsam haben wir das Unternehmen wirklich international aufgestellt und sehr erfolgreich aufgestellt, haben die Vision vom Großvater schon weitergetrieben, dass wir nachhaltig wirtschaften und eigenständig auch wirtschaften. Dass wir das investieren, was wir erwirtschaftet haben, das geht nicht in die Familie, das geht in den Betrieb. Ich sehe meine Pflicht, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen, den über 10.000 Mitarbeitern auf jeden Fall einen Arbeitsplatz zu bieten, der nachhaltig ist, der auch sicher ist und den sie in den nächsten 60 Jahren auch noch geben wird. Austria's where we live, but the world is our home. In 11 countries with 21 plants and worldwide sales offices. Wir sind über die letzten Jahrzehnte von Österreich kommend über Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und jetzt auch Amerika stark gewachsen. Das bringt es natürlich mit sich, dass wir durch die vielen Kulturen
die uns verbinden, eine hohe Vielfalt haben. Die wollen wir nutzen, dass sich unsere Mitarbeiter einbringen können und aus verschiedener Perspektive dann Themen anders beleuchten können. The values of a family business and the unique Egger spirit can be felt throughout our company. Wir haben eine Politik in unserer Firma und deswegen passen wir ganz gut zueinander. Ich kann zum Beispiel in ein anderes Werk kommen, in ein anderes Land und genau im Werk fühle ich mich wie zu Hause. Wenn du was verbessern willst, dann kannst du einfach sagen, das ist sehr schön. Das ist die Kunst, mehr aus den Menschen zu machen, nicht nur mehr aus Holz zu machen und den Mitarbeiter abzuholen, der eine gute Idee hat, eine kleine Idee, vielleicht mit einer großen Wirkung, und diese zu hören, aufzunehmen und in die Werke vervielfältigen, und alle profitieren von dieser Idee. Diese Aufgeschlossenheit zeichnet das Unternehmen von Anfang an aus, aber auch die Bereitschaft und der Wille, ständig besser zu werden. Es ist die sehr hohe Mitarbeiterorientierung im ganzen Unternehmen über alle Kulturen, über alle Standorte im Unternehmen hinweg. Diese unglaubliche Bereitschaft von Kolleginnen und Kollegen, sich für das Unternehmen einzusetzen, die ist einzigartig. Egger war immer eine Marke. Egger hat immer Dinge anders gemacht. Wir haben Kunden gewonnen, die an die Marke, an die Produkte, an die Kultur des Unternehmens geglaubt haben. International growth is only possible together. Together with our customers, we could develop new markets and establish the Egger brand worldwide. And together with our suppliers, we became the technological pioneer in our industry. Creating more from wood worldwide needs above all highly skilled teams. Teams that enjoy working with this fascinating material. That's why, in addition to these noises in our plants, you also hear these noises remarkably often. No matter whether it's furniture and interior design, flooring or building products, it's precisely this joy that leads to outstanding products and services. Es geht um Leidenschaft, es geht um die Träume, es geht um Emotionen. Man sollte sich, wo man wohnt, wo man lebt, wo man arbeitet, wohlfühlen. Unsere Produkte ermöglichen, dass jeder sich seine persönliche Welten schaffen kann. Also unser Ziel ist es ja immer, so nah wie möglich an der Natur zu sein, die Realität auf die Platte zu bringen. Man hat das Dekor, also das Design, und dann kommt noch die Oberfläche und die Haptik. Die Herausforderung ist es, langlebige Produkte zu entwickeln, gesund, nachhaltig und am Puls der Zeit, so dass es sich aber jeder leisten kann. It's our claim to offer our customers everything from a single source, with the world's only comprehensive product portfolio in matching decors, textures and materials. We give our customers maximum creative freedom. Also aus diesen Platten werden eigentlich die diversesten Sachen gemacht in einem Haushalt, von der Küchenarbeitsplatten über die Küchenunterschränke, Oberschränke, Wohnzimmermöbel, Badezimmermöbel, und die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, wo in ihrem Haushalt überall Eckerplatten drinnen steckt. Ideas for life become products for well-being. Es fängt beim Boden an, da stehen wir jeden Tag drauf, und ein guter Boden ist die Basis für schönes Wohnen. Uns gibt der Erfolg recht, weil wir mit diesen lokal produzierten ökologischen Böden ja auch einen gewissen Trend abdecken, nämlich nachhaltiges Wohnen. Nachhaltiges, leistbares Bauen mit Holz, das ist unsere Vision. Holz ist beständig, ist ein atmungsaktiver Werkstoff, wo man nicht sehr viel Bauchemie beisetzen muss. Und der große Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen ist es, dass man sofort einziehen kann. Also der ideale Werkstoff für die Zukunft. In our group-wide competence center for research and development, we test, optimize and evaluate product and technology trends. Im Zusammenhang mit der Holzbranche ist ein Labor, wie wir sie vorfinden, sicher was Einzigartiges. Wir analysieren Holz, wir analysieren Inhaltsstoffe in den Oberflächen, Bodenproben, Luftproben, Abwasserproben, und schauen, dass wir am Ball bleiben und eben ein Gefühl zu kriegen, was könnte in Zukunft auf uns zukommen. So we can guarantee our customers of today
And tomorrow, reliable quality. We at EGGA have something we call EGGA Standard. It's same quality worldwide, same colors, structures, and we can rely on this quality everywhere. And customers also feel that. I'm not selling only a product, I'm selling the quality, the design, the service, and us as a company. Verlässlichkeit ist ein ganz hohes Gut bei EGGA. Wir wollen, dass unsere Kunden, unsere Partner, unsere Mitarbeiter sich auf uns verlassen können. Und wir versprechen auch unseren Partnern nur das, was wir auch halten können. To achieve this, every one of us works day after day with full commitment. Ja, wir Stapler fahren bewegen pro Tag Unmengen von Holzprodukten. Ja, ist schon eine logistische Herausforderung, die ganze Verladerei mit der Eisenbahn, mit LKW. Das Wichtigste ist, dass der Kunde zufrieden ist. Das ist auch ein Versprechen von EGGA gegenüber dem Kunden. Transparent cooperation is particularly important to us. That's why we're more open with our information than the market demands. Bei uns kann man wirklich sehr tief reinschauen, wie wir wirtschaften, wie wir einkaufen, wie wir unsere Mitarbeiter beschäftigen. Also man bekommt tiefe Einblicke darin, wie EGGA funktioniert und was EGGA vor allem für eine gute, positive Zukunft leistet. Das Arbeiten mit Holz ist für mich einfach spannend, interessant. Allein schon, wenn du heute auf den Holzplatz gehst, der Geruch, wie es da riecht und natürlich, dass man aus dem Holz etwas Neues draus macht und nicht nur das Holz verharzt, das ist für mich auch wichtig. Wenn man davon spricht, in geschlossenen Kreisläufen zu arbeiten, bedeutet, dass man mit dem Rohstoff Holz verantwortungsvoll umgeht. Mit Altholz und Recycling beschäftigen wir uns seit deutlich über 20 Jahren. Die Spanplatte kommt über den Kreislauf Altholzrecycling wieder an uns zurück und fließt dann parallel mit Frischholzsortimenten wieder bei uns in die Produktion ein und wir produzieren wieder eine Platte daraus. Nous avons une grande responsabilité dans le respect de l'environnement et nous devons nous assurer que les bois proviennent de forêts gérées durablement. La protection de l'environnement est vraiment très importante pour nous. We take our responsibility for people and nature seriously. Anyone as closely connected to nature as we are must not only think sustainably, but also operate accordingly on a daily basis. As a family company with strong values, we take all our decisions carefully, today, tomorrow, for our employees, partners and customers, because only together do we create Mehr aus Holz. Aus Holz. From wood. Bien plus que du bois. Mehr aus Holz. Wert z dreva. A schabtan da faslasse. Mehr aus Holz. Lutsche is dereva. Mehr aus Holz. Mein Mold in Lehm. Mehr aus Holz. Wienze is drevna. Mehr aus Holz. Mas de madera. Mehr aus Holz. Mehr aus Holz. Mehr aus Holz. Mehr aus Holz. Mehr aus Holz.